466.000 ohne Job. Schon wieder mehr Arbeitslose und laut Sozialminister Hunsdorfer ist auch keine Besserung in Sicht. Hypo-Konkurs auf Raten. Trotz eines neuen Milliardenlochs werde es kein zusätzliches Steuergeld mehr geben für die Hypo, so das gewagte Versprechen von Finanzminister Schelling. Und das Wetter wird morgen zunehmend sonnig, die Wolken lockern auf, Regen, Schnee und Sturm ziehen ab. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Prinzip Hoffnung ist alles, was Sozialminister Rudolf Hunsdorfer scheinbar im Moment als Rezept gegen die steigende Arbeitslosigkeit anzubieten hat. Die Arbeitslosenzahlen sind wieder gestiegen. Jeder zehnte Österreicher hat keinen Job. Und in den kommenden zwei Jahren wird es wohl nicht besser. Die Oppositionsparteien geben sich empört. Mit der Hoffnung allein können rund 466.000 Menschen ihr Leben nicht finanzieren. Es sind vor allem ältere Arbeitnehmer und Ausländer, die immer seltener einen Job finden. Insgesamt waren im Februar mehr als 466.000 Menschen in Österreich arbeitslos. Das sind um 5,8% mehr als noch im Februar vor einem Jahr. Und laut dem Sozialminister ist das erst der Anfang. Wir haben zwei schwierige Jahre vor uns und wir sind am Beginn dieser zwei schwierigen Jahre. Und es wird jetzt, das heurige Jahr wird sicher noch sehr, sehr komplex. Und jedes Monat, wo es besser wird, freue ich mich, aber es sind halt leider im Moment doch etliche Wirtschaftsdaten nicht so. Und ich hoffe aber, dass wir zumindest jetzt mit der Steuerreform einen gewissen Optimismus zusammenbringen. Dass mit der Steuerreform das Ruder herumgerissen wird, bezweifelt die Opposition allerdings. Es bräuchte eine echte ausgabenseitige Reform. Die geht dann hinein in den Föderalismus, die geht dahin, wo es auch wehtut, nämlich bei den Förderungen, die wir zum Teil auch als strukturelle Korruption bezeichnen. Aber das wird niemand angehen wollen. Das ist zu befürchten und daher bin ich sehr skeptisch. Man hat halt den Eindruck, die Regierung versucht das auszusitzen, in der Hoffnung, es wird schon irgendwann besser werden. Schon jetzt besser läuft es etwa in Deutschland. Dort ist die Arbeitslosigkeit im Februar gesunken. Es klingt fast nach Science Fiction. Das Hypomillion.